Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zurück zu Project Highrise. Ja, aber wir waren beim letzten Mal stehen geblieben. Ich glaube, dass wir uns hier oben ein Medical Service reinholen wollten oder Medical Office. Die wollten aber noch eine größere Auswahl an kleinen Stores haben. Da wollte ich, glaube ich, hier Stores noch anbauen oder zumindest noch einen reinholen. Die Drugstore oder den Drugstore haben wir hier letztes Mal hier gebaut. Da sind sie. Mit ihren Medikamenten stehen sie dort. Machen auch ein ganz gutes Geschäft. Ja, heute erste Tag auf, das wird schon funktionieren. Schauen wir mal ganz kurz, wie weit können wir denn nach rechts uns ausbauen? Ja, ein bisschen was geht noch, aber nicht mehr allzu viel, wie ich gehofft habe. So eine Breite ist nicht mehr allzu viel drin, selbst in die Richtung nicht mehr. Aber okay, das sollte uns jetzt erst einmal nicht stören. Bum, 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 bum. Wollten wir sonst noch was machen? Von den Services hier unten läuft, glaube ich, alles. Wir hatten ja Kurierservice und Kopierservice nachgebessert. Also bauen wir unser Hochhaus ja mal komplett zur Seite aus. Hoffen, dass die direkt losrennen. Was haben wir eigentlich denn hier laufen? Ah ja, eine Media Campaign für Commercial Promotions, dass die Verkäufe hier von unseren Stores und Restaurants angekurbelt werden. Das sieht schon echt lustig aus, wie die alle rumrennen. Wie so ein kleiner Ameisenstock. So, schauen wir nochmal, was die Medical Services haben möchten. Variety of small stores. Was für Stores ist denen egal? Ja, dann holen wir uns auch da noch einen Store rein, wenn denen das doch egal ist. Small Store. Habe ich den denn jetzt hingesetzt? Muss der so sein? Ja, der muss so sein. Ist die Frage, was wir uns natürlich reinholen. Drugstore, Flower Store. Oder haben wir jetzt den falschen Store gebaut? Nee, Small Store wollten sie haben, das haben sie gesagt. Books and Magazines, das läuft eigentlich ganz gut. 210 zahlen die uns. Drugstore zahlt mehr, Flower Store zahlt nicht ganz so viel. Wine und Spirits zahlt auch nicht ganz so viel. Hier tragbare Elektronikgüter. Haben wir schon so einen Laden? Ich glaube nicht. Zahlen recht viel und Food und Beverage zahlt auch nicht so viel. Aber hier, F-Com Cellular, S-Com Cellular. Was brauchen die denn? Phone Line und Electric Line. Puh. Ja, komm, holen wir uns S-Com Cellular rein. Rein, holen wir uns die voll rein hier ins Haus. Und Telefonanschluss. Ach, da liegt noch kein Kabel, komplett. Schade. So, jetzt habe ich gesehen, wenn wir uns hier oben den Medical Service dann reinholen, was die jetzt ja noch nicht wollen, oder wollen sie wohl? Ah, weil wir den Shop schon eingerichtet haben. Kurier Service möchten sie, haben wir, haben wir. Genauso wie den Bottle Service und Janitorial Service. File Storage Service haben wir noch nicht, den müssen wir dann auch noch in den Keller einbauen. File Storage Service, da wäre, glaube ich, hier noch Platz. Was ist denn ein File Storage? Also, das ist praktisch so eine. Warum ist das denn schon desired? Wer will das denn haben? Egal, packen wir es da rein. Na, passt natürlich nicht. Müssen wir das hier auch noch ein bisschen erweitern. Also, wo die ihre Akten lagern können. Das ist, glaube ich, Aktenraum, könnte man, glaube ich, am ehesten sagen. File Storage Services. Da habe ich einen zu viel gebaut, das macht aber nichts. Gut, dann haben wir das alles im Haus und die Medical Services wären damit zufrieden. Da haben wir dann alles, genau. Frage ist allerdings, die brauchen einen Wasseranschluss. Das heißt, wir müssen die Steigleitung erstmal komplett bis hier oben hinbauen. Kostet uns das eigentlich etwas, wenn wir da so ein Plumbing-Closet einbauen? Ja, 10 pro Tag, aber das geht ja noch. Ja, mal nach oben. Gut, dann können wir die dann auch mit Wasser versorgen. Gut, für früher oder später hätten wir sowas hier erweitern müssen. Weil wir ja irgendwann anfangen wollen, Apartments zu bauen. So, Elektronikleitung haben sie schon und Telefonleitung haben sie auch schon. Dann können wir uns jetzt den Medical Service da ohne Probleme reinholen. Zwar den, der am meisten zahlt. Cosmetic Dental Services zahlt 420 und Dr. Theodore Draper DDS zahlt auch 420. Haben alle die gleichen Anforderungen. Baukosten gleicher. Können wir auswählen, wenn wir wollen. Holen wir uns, ja komm,
Cosmetic Dental Service, das ist dann für Zähne. Holen wir uns Dr. Theodore Draper DDS rein. Ist auch ein Zahnarzt, sehe ich gerade. General Dentist Office. Oh, alles Zahnärzte hier. Es kann nie schaden, einen Zahnarzt im Haus zu haben. Wo ich kein Freund von Zahnärzten bin. Ich habe Angst vor Zahnärzten. Geht's euch ganz genauso? Geht ihr gerne zu Zahnärzten? Ich nicht. Ich habe da Panik vor. Das Shop hier ist schon fertig. Die machen, glaube ich, dann morgen das erste Mal auf, um 8 Uhr. Mal gespannt, wie die Geschäfte hier laufen werden. So, wenn wir dann hier an der Seite weitere Etagen bauen, müssen wir mal gucken. Dann können wir, glaube ich, mal ein mittleres Office reinsetzen. Ja, zumindest bis wir anfangen, dann irgendwann Apartments zu bauen, können wir hier noch mittlere Offices reinsetzen. Dann haben wir dann einen Platz am Ende frei. Wenn wir kleine Offices reinsetzen, geht das bis dahin, dahin, dann geht sich das auch nicht aus. Also wäre es besser, wenn wir mittlere Offices da reinsetzen. Machen wir das mal so zu Ende. Oh, das direkt auf jeder Etage. Soweit, wie ich mit der Kohle komme. Machen wir erstmal bis dahin. Dann haben die auch genug zu arbeiten. Oh, tatsächlich. Zahnarzt. Haben uns da reingeholt. Oh, hier mit dem Zahnarztstuhl. Magi, überhaupt nicht. Bin ich kein Freund von. Wir arbeiten denn zu welchen Zeiten? 7.30 Uhr bis 18 Uhr. Hoffentlich können wir uns aber auch noch andere Ärzte oder medizinische Services reinholen, außer Zahnärzte. Waren denn die Geschäfte heute zufrieden mit ihrem Umsatz? Ich persönlich bin mit dem Umsatz zufrieden. 5.100. 55 sogar. Sehr schön. Und hier sehen wir schon wieder einen Laden, der heruntergekommen ist. Seht ihr das? Hier schon der Siff von den Decken hängt. Schauen wir mal. Oh, die brauchen Telefonleitung. Okay, da habe ich wieder nicht dran gedacht. Telefonleitung. Einmal dort rüber, bitte. Und natürlich Stromleitung. Klar. So, wir haben zwei, die wir renovieren können. Ein Office, ein Restaurant. Kostet uns 360. Dann machen wir das mal. Damit auch alle Büros und alle Läden immer schön in Schuss bleiben. So, hier hinten können wir ein bisschen kosmetisch Hand anlegen. Hier eine kleine Lobby an der Seite hinbauen. Vielleicht noch eine Pflanze hinstellen. Und eine Lampe an die Decke hängen. Wie nett. Kleine Mini-Lobby, nachdem wir die große Lobby hier hinten aufgeben mussten. Aus Platzgründen. Gut, aber finanziell läuft es im Moment. Mittlere Offices. Da waren wir stehen geblieben. Hier bitte eins reinholen. Dann bitte noch einen medizinischen Service. Holen wir uns jetzt mal Cosmetic Dental Services rein. General Practitioner Office, das ist dann wahrscheinlich ein normaler Hausarzt. Holen wir uns aber erstmal hier den rein. Der braucht auch wieder Wasser, glaube ich. Ja, Telefonleitung. Einmal hier rüber. Brauche ich, glaube ich, jetzt gar nicht ganz durchziehen, da wir nach rechts ja nicht mehr expandieren können. Telefon auch und Wasserleitung. Sehr schön. Dann haben wir zwei und dann holen wir uns hier auch noch einen Arzt rein auf der Etage. Holen wir uns diesmal den hier rein, den normal praktizierenden Arzt. Da würde ich dann nochmal sehen, ob der dann ein anderes Büro hat. Hat er wahrscheinlich auch dann. Dann haben wir drei Mediziner im Haus. Dann brauchen wir noch zwei Rechtsanwälte und drei Financial Services oder Professionals, die uns dann reinholen. Unsere Aktion läuft jetzt langsam aus, klar. Wasseranschluss habe ich noch hingebaut. Aber das ist das andere Büro. Das war das andere Büro. Oder das andere. Ach ja, Telefonleitung auch. Und Elektronikleitung natürlich, sonst werden sie direkt wieder sauer. Kann das direkt hier oben aber auch machen. Telefonleitung, bitte hoch hier rein. Zack, zack.
Und ja, Wasser müssen wir mal gucken, ob die anderen dann auch Wasser brauchen. Aber das sieht schon anders aus hier, die Praxis. Ja, wie ein normaler Arzt. Hier mit Liege. Hier vorne sitzt die Sekretärin. Herzlich willkommen. Bitte einmal Ihre Versichertenkarte. Dankeschön. Nehmen Sie Platz. Sie kommen gleich dran. In 5 Stunden. So, jetzt ein Legal Office reinholen. Wollen die nicht, weil die noch eine größere Auswahl an kleinen Stores haben wollen. Die möchten noch mehr Stores haben. Okay, wie sieht's aus mit Financial Services? Was haben die für Ansprüche? Die wollen rein. Von jetzt auf gleich. Erwarten aber noch ein IT-Service und Computer Repair Service. Okay, schauen wir mal. IT-Service und Computer Repair Service. Kostet uns 400, passt aktuell nirgendwo hin. Also bitte hier unten noch ein wenig erweitern. Dann holen wir uns da halt erstmal die Finanzservices rein. Ist ja eigentlich egal, in welcher Reihenfolge, wenn die, ja, Rechtsanwälte halt solche Ansprüche haben, dass sie dann noch einen Job gerne hätten. Na komm, arbeitet schon. Danke. 138 arbeiten mittlerweile in unserem Haus. 15, 20, 18 Besucher. Sehr nett. So, und jetzt geht ihr natürlich hier runter und baut das aus, damit wir dort den IT-Service einbauen können. Bin ich mit einverstanden. Dann als nächstes würde ich sagen. Ja, eventuell expandieren wir nochmal nach links und bauen dann noch einen Small Store dran, um dann hier auf den nächsten Etagen die Financial Professionals reinzuholen. So, was habe ich gesagt? Brauchen wir nochmal Computer und IT-Service? Moment warten, bis er fertig ist. Ist klar, die brauchen vermutlich auch Strom. Das verwundert mich gar nicht. Und Telefonanschluss brauchen die vermutlich auch. Und dann können wir uns hier schon mal. Halt. Nicht so schnell. Nur die Legal Offices rein. Und haben wir zwar nur zwei Angebote im Moment. Moment, was habe ich gesagt? Holen wir uns rein. Die Financial Offices. So rum, genau. Oh, 455, das ist aber eine ganze Menge. Jetzt den da rein. Den da, den dort. Dann haben wir die Financial Services oder Professionals auch abgehakt. Brauchen wir nur noch die Legal Professionals. Die Legal Professionals. Opala! Opala, 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 hier oben. Kein Strom. Haben aber noch genug Strom. Ja, sehen wir es. 110. 97 verbrauchen wir nur. Warum ist denn da oben kein Strom? Ach, Telefon ist das. Telefon, Telefon. Habe ich mich verguckt. Schauen wir mal. Wo ist denn hier die Verteilerbox? Oh ja, oh ja, oh ja. 50 haben wir und 55 werden benötigt. Kann ich da direkt auch eine. Das kann ich mir nicht leisten. Aber nochmal zusätzlich 50 im Leitung zusätzlich kann ich mir nochmal leisten. Das geht. Mal hier Kabel rüberziehen, damit das verbunden wird. Ja, gut, er ist jetzt unzufrieden, der gute Herr Doktor. Aber das wird sich wahrscheinlich jetzt auch wieder erholen. Satisfaction geht nach oben. Das ist gut. Ich sehe gerade, wir haben wieder eine ganze Menge Influence-Punkte. Brauchen wir erstmal ein Larger Construction Office. Das habe ich noch nicht gebaut, oder? Das habe ich schon freigeschaltet, aber noch nicht gebaut. Wo finde ich das denn nochmal? Building Staff. Large Construction Office. Ja. Erweitern wir bitte das Gebäude hier im Keller bis da hinten hin. War schon wieder fast pleite, du. Ja, das ganze Geld wird an einem Tag ausgegeben. Halt. Ich habe irgendwas gehört. Bumpelum bum. Auch hier oben ist der jetzt tatsächlich ausgezogen, der Arzt. Das ist jetzt aber blöd, weil er jetzt mal 5 Minuten keine Leitung gehabt hat. Ah, Herr Jemine.
Ah, gut, das hat der hat ja Vormieter stehen lassen hier. Abfall mehr oder weniger beim Auszug. Das muss dann erstmal weggeräumt werden, bevor wir dort neue Mieter reinholen können. Das ist blöd. Da hätte ich mir jetzt aber gewünscht, dass, wenn sowas passiert, dass ein Mieter auszieht von jetzt auf gleich, dass da noch irgendwo eine Nachricht aufgeht. Irgendwie ein Pop-up-Fenster oder so. Nach dem Motto, Mieter XY ist gerade ausgezogen, weil unzufrieden oder sowas. Das wäre ganz cool, wenn das noch reinkäme ins Spiel. Aber hätte ich jetzt dieses Bum-bum-bum-bum nicht gehört, hätte ich das vielleicht gar nicht bemerkt. So, Financial Planners sind hier drin. IT-Service läuft. Und hier oben räumen sie den Mist weg vom Vormieter. Gut, wir haben 5.500 Umsatz gemacht. Das ist gar nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, bauen wir in der nächsten Episode hier unten das Construction Office rein. Sobald das hier fertig ist. Und werden dann, sobald wir die Möglichkeit haben, na, ich schaue nochmal, das kann ich jetzt nicht schauen. Financial Service kommt hier das dritte rein. Medical Professional machen wir da oben den dritten rein. Und dann brauchen wir noch drei Legal Professionals, die können 1, 2, 3 dahin packen. Also in die Gegend. Sobald die zufrieden sind, wenn wir noch einen Store eingerichtet haben. Den werden wir dann hier hinsetzen. Ein Small Store. Hier hat man einen Handyladen reingesetzt. Der hat noch nicht ganz so viel Umsatz gemacht. Aber die scheinen zufrieden zu sein. Auch hier High Traffic Area. Das scheint also auch eine High Traffic Area zu sein. Der Müll quillt gerade, übersehe ich gerade, was nicht gut ist. Wie können wir dem entgegnen? Wird das gleich automatisch gemacht oder Trash Amount Stored 47%? Okay. Sieht jetzt ein bisschen zu viel aus, oder vielleicht wird das auch gleich abgeholt. Das kann natürlich sein. Schauen wir uns mal kurz die Heatmaps an. Satisfaction. Alle zufrieden, außer die hier unten. Was ist mit denen? Die Caterer. Ah, die konnten ihren Müll nicht rausbringen. Die brauchen auch Müllabfall hier unten. Bauen wir es dann hin. Okay. Ist ja kein Problem, das kriegen wir hin. Dann können die auch ihren Müll rausbringen. Hat sich nicht beachtet. Profitabilität. Das ist alles in Ordnung. Das hier sind die neuen Läden an der Seite. Der Drugstore. Er ist noch nicht zufrieden. Und die Satisfaction fällt auch. Aber das kann auch sein, dass sich das in den nächsten Tagen verbessert. Traffic, ja. Elevators, auch alles abgedeckt, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Neues, na klar. Hier unten die Etagen, da wo gearbeitet wird, wo richtig gearbeitet wird, ist dann auch ein bisschen mehr los. Okay, würde ich sagen, machen wir an der Stelle dann einen Cut. Nächstes Mal, wie gesagt, hier Construction Office, Small Store und dann hier hoffentlich die Legal Professionals. Das war's dann für heute von Project Highrise. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bye bye.